Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu The Dick. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, ich würde sagen, wir werden jetzt einmal uns mit neuen Kristallen eindecken. Das war, glaube ich, auf der Museumsinsel. Ja, genau. So, und dann beleben wir den Alien wieder, damit Maggie uns übersetzen kann, was der so sagt. Wie viel nehmen wir mit? 4 Stück auf jeden Fall. Sagen wir mal 5 Stück. Hoppala. 3. 4. Wer weiß, für was wir die noch brauchen. So, 5. Und jetzt geht's zurück in die Gruftinsel. Bin ja mal gespannt, was der Außerirdische da zu erzählen hat. Hallo? Warte mal. Nee, da drüben. Es war auf der Seite. Falsche Seite irgendwie. Guck mal, Maggie. Hier haben wir den Kampf gegen diese toten Wächter gemacht. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was Maggie zu sagen hat. Oder wie drauf zu reagiert auf den Außerirdischen. Langt das, wenn ich den einfach wiederbelebe? Entweder zahlt sich jetzt meine außerirdische Bildung aus, oder wir sterben. Sterben? Solange ich ihn nicht aus Versehen angreife, wird alles in Ordnung gehen. Aklash Park. Er sagt, öffne den Mund, was bei Ihnen so viel bedeutet wie sprich. Sie reden, Maggie. Dann können Sie sich gegenseitig verstehen. Sprich. So, sehr schön. Warum war dieses Grab so sorgfältig versteckt? Damit nur die beharrlichsten und klügsten und damit die gefährlichsten Besucher es finden würden. Warum wurde Ihr Körper so sorgfältig aufbewahrt? Alles Übel an diesem Ort habe ich heraufbeschworen. Also beschloss ich, auf ewig sein Wächter zu sein. Wenn das, was Sie getan haben, so schlecht war, warum zeigen die Displays im Museum dann so große Verehrung für Sie? Es gab eine Zeit, zu der man glaubte, meine Erfindungen seien Gutes. Ich glaubte selbst daran, sonst hätte ich sie vernichtet. Wie lange werden Sie hier bleiben? Bis der letzte meiner Fehler wieder gut gemacht ist und die Kristalle ihre Macht verloren haben. Aha, die Kristalle hat er also erfunden und er sagt selber, war keine so gute Idee. Bin mal gespannt, es wäre interessant, sagen wir es mal so, es wäre interessant, was Brink dazu sagen würde. Wir wollen nach Hause gehen. Das ist der Wunsch aller lebenden Kreaturen. Es ist ein sinnloser Wunsch, weil es kein Zuhause gibt. Jede Intelligenz muss fortschreiten ohne Rast. Das Schiff, das Sie ausgesandt haben, hat uns hierher gebracht. Wir wollen zurück zu unserem Heimatplaneten. Ein weiterer unserer schrecklichen Fehler. Wir sandten diese Schiffe aus, als wir dachten, wir hätten die ruhmreichen Geheimnisse des Universums entdeckt. Wir konnten sie nicht zurückrufen. Also bleibe ich hier, um alle zu warnen, die einer Einladung gefolgt sind, die wir besser nicht ausgesandt hätten. Das ist aber wiederum etwas seltsam. Er sagt nur, die Beharrlichsten sollen ihn finden. Und dann sagt er wieder, er warnt alle, die kommen. Irgendwie ist das nicht ein Widerspruch in sich. Ja, schauen wir mal. Uns zu warnen wird nichts bringen, wenn wir hierbleiben müssen und es nicht den anderen Menschen auf der Erde weitersagen können. Es gibt 2 Möglichkeiten, euren Planeten zu schützen. Die eine ist, wenn ihr nach Hause zurückkehrt, sie warnt und von hier fernbleibt.
Die andere ist, wenn ihr nie zurückkehrt. Welche Warnung ist wohl wirkungsvoller? Ich würde sagen, die zweite, aber die ist nicht diskutabel. Sagen Sie uns, wie wir wieder zur Erde zurückkommen. Ich flehe Sie an. Wenn mein Volk aus der Sternzeit 6 zurückkehren könnte, würde es den Hafen wieder aufbauen können. Und es könnte ein Sternenschiff bauen, das euch wieder zu eurem Planeten führt. Aber sie werden den Weg nach Hause niemals finden. Auf den Inseln ist sehr viel Wasser. Überall Seen, Flüsse und das Meer drumherum. Wir lieben das Wasser. Aber nun lebt mein Volk in einer ewigen Wüste. Weder trinkend noch dürstend. Wenn sie doch nur wieder dürsten und danach trinken könnten. Wenn sie doch nur wieder ins Meer tauchen und das Dröhnen des Wasserfalls hören könnten. Schon irgendwie seltsam. Diese Geschöpfe, die hier leben, wusste ihr Volk von ihnen oder kamen sie später? Seit damals sind Millionen von Jahren vergangen. Millionen? Was einst Haustiere und Freunde waren, sie folgten den eigenen Pfaden der Evolution. Sie wurden so schön oder so schrecklich, so klug oder so dumm, wie es in ihnen war. Ist also schon eine ganze Weile her, seit sein Volk verschwunden ist. Das Monster, das mich gefangen hat, gibt es davon noch mehr? Dieses eine hat sich nicht entwickelt. Es wurde geschaffen. Und es existieren so viele, wie nötig sind. Für was wurden die geschaffen? Wächter? Wer sind Sie, Ehrwürdiger? Der Bringer des Unglücks. Bitte sagen Sie mir, wer Sie sind. Ich bin der Vollbringer, der nichts vollbringt. Der Schöpfer, der vernichtet. Und doch wäre ich gern der Zerstörer, der alles bewahrt. Der Gefährliche, der schützt. Also von klaren Antworten hält er nicht viel. Sprechen Sie nicht in Rätseln. Sagen Sie uns, wer Sie sind. Einst wurde ich der größte Denker geheißen, den mein Volk jemals hervorgebracht hat. Ich versuchte, Stärke und Glück über mein Volk zu bringen. Ich gab ihm die Kraft, diese Welt zu verlassen. Den Körper zu verlassen, eine Existenz als reiner Geist zu führen, unendlich perfekt. Aber ich konnte ihm nicht die Kraft geben, zurückzukehren, den eigenen Körper wieder anzunehmen, die eigene verfallende Welt. Sie sind verloren und können nicht wiederkehren. Das sind vielleicht die Geister, die was sehen. Haben Sie einen Namen? Ich hatte einen Namen. Als ich lebte. Jetzt bin ich wieder und wieder tot. Wozu brauche ich Namen? Mein Körper ist nun schon so alt, dass die Kristalle kaum mehr Macht über mich haben. Ich erstehe für einige Minuten und dann falle ich wieder. Bald wird die Wirkung völlig erloschen sein. Erst dann wird mein Gram beendet sein. Ich will keinen Namen und keine Erinnerung, die mich überleben. Die Karte hat uns geholfen, sie zu finden. Haben Sie sie gemacht? Sie wurde gemacht von jenen, die jetzt nur noch wünschen, sich selbst zu finden. Die Sprache in der Bibliothek ist eine großartige Errungenschaft. Sie ist so eindeutig und einfach zu lernen. Je größer die Idee, desto einfacher und eindeutiger ist die Sprache, um sie auszudrücken. So, was haben wir sonst noch alles? Die Platte. Warum ist diese Inschrift in einer anderen Schrift? Ich habe es nicht geschrieben. Ich hätte es nicht geschrieben. Ich kann es lesen, aber die Bedeutung ist nicht klar. Es geht um irgendetwas Verstecktes. Das war die erste Errungenschaft auf dem Weg zu meinem größten Fehler, der mein Volk verurteilt hat. Okay, wieder eine etwas undeutliche Antwort. Haben Sie die Lebenskristalle erfunden? Die Toten lebendig zu machen, ist die größte Errungenschaft, die wir je gesehen haben. Was die Toten auferstehen lässt, kann die Lebenden erniedrigen. Haben die Kristalle Nebenwirkungen? Was die Kristalle wiederholen, ist nicht Leben, sondern Sklaventum. Zombies!
Wenn die Kristalle einen wiederherstellen, ist man nicht wirklich am Leben. Sie heilen Zellen und Organe, aber sie nehmen alles, was Leben wertvoll macht. Warum haben Sie sie dann hergestellt? Unsere Gesellschaft war besessen von dem Gedanken, ewig zu leben. Das Ausmaß und die Gefahr dieser Besessenheit habe ich unterschätzt. Die Kristalle sind der zweitgrößte Fehler, den ich begangen habe. Die Lichtbrücken sind grandios. Wir hätten nie davon geträumt, dass Menschen auf Licht gehen könnten. Ah ja. Wir waren freudig überrascht, als wir feststellten, wie nützlich diese Lichtstrahlen waren. Wenn wir das vorher gewusst hätten, hätten wir uns die ganze Arbeit mit den Bahnen sparen können. Ja, das heißt, das ist eigentlich nur eine Nebenerscheinung, dass wir über die Brücke laufen können. Wenn es Sie überrascht hat, dass man die Strahlen als Brücke benutzen kann, wofür haben Sie sie dann ursprünglich gebaut? Wenn alle Brücken vollständig sind, wird das Auge sehen. Das Auge wird sehen? Sie meinen damit aber nicht unsere Augen, oder? Das Auge, das die drei Dimensionen der Zeit ebenso sehen kann wie die drei Dimensionen des Raumes. Es wird euch Schönheit jenseits eurer Vorstellungskraft offenbaren. Aber wenn ihr Sternzeit 6 gesehen habt, werdet ihr dann je wieder Sternzeit 4 sehen? Das Auge mag offen sein, aber der Geist besitzt nicht die Kraft zu sehen. Sternzeit 4, das dürfte dann unser Kontinuum sein, also der ganz normale Raum. Und Sternzeit 6 ist dann wahrscheinlich eine andere Dimension, hätte ich jetzt das so gesagt. Und die Lichtbrücken, die verbinden dann was und das öffnet dann den Weg zu Sternzeit 6. Die Metallplatten, die wir gefunden haben, was sind sie? Sie sind Autorität und Macht. Jede Form hat eine Bedeutung. Und wenn sie zusammengefügt werden, haben sie eine neue Bedeutung. Wenn wir die Platten in das Dreieck einsetzen, was wird dann passieren? Ihr werdet die Tür öffnen zu grenzenloser Schönheit und endlosem Kummer. Was sind das für Geister, die wir gesehen haben? Sind sie lebendig? Mein ganzes Volk ist in das Reich der Sternzeit 6 gereist, wo die drei Dimensionen der Zeit sich vereinen mit den drei Dimensionen des Raumes. Es ist unbeschreiblich schön. Aber sie können dort nichts bauen, sie können nichts erschaffen. Sie existieren nur, immer und immer weiter mit leeren Lieben und Herzen, die sich nach dieser harten und steinigen Welt sehnen. Dann sind die Geister ihr Volk? So dünn ist die Verbindung zu dieser Welt. Sie können die Energie in der Luft stören. Sie können sichtbar werden für einige Sekunden. Aber sie können hier nichts erschaffen. Sie werden ewig existieren. Aber es ist kein Leben. Aber sie haben versucht, uns hierher zu führen, in der Hoffnung, dass wir sie wahrscheinlich befreien. Ist es für ihr Volk unmöglich, wieder zurückzukommen? Es bedarf enormer Willenskraft, jenen Platz zu verlassen und zu diesem zurückzukehren. Alle haben es versucht. Alle haben versagt. Und nun sind sie schon viel zu lange weg. Sie haben die physische Erinnerung an ein Leben in der Sternzeit 4 verloren. Warum haben uns die Geister zu ihnen geführt? Einige von ihnen haben die törichte Hoffnung, dass ihr die Kraft besitzt, sie zurückzuführen, damit sie wieder in ihre Körper eintreten können, wenn ich euch nur helfe, die Pforte erneut zu öffnen. Aber ich bin sicher, ihr würdet euch auch in der Sternzeit 6 verlieren. Okay, wie ich gesagt habe, die wollen befreit werden. Deswegen haben sie uns geholfen und hierher geführt. Danke für Ihre Hilfe. Ich will euch nur geholfen haben, wenn ihr euren sinnlosen Plan aufgebt. Wir geben nicht auf. Mein einziger Trost ist, dass der wahre Tod mit jedem Sterben ein wenig näher kommt. Das heißt, wir sollten dich nicht allzu oft wiederbeleben. Gute Übersetzungsarbeit, Maggie. Er spricht sehr langsam und deutlich, aber ich bin schon ziemlich verdammt gut. Ja, bist du. Okay, war ein sehr interessantes Gespräch. So, jetzt gehen wir
dahin. Ich weiß noch, wo die uns die Platte hinführt. Und da gehen wir jetzt hin. Also die Steinplatte meine ich, diese Steintafel. Nicht diese Metallplatten, die wir gefunden haben. Und dazu müssen wir wieder... Oh je. Zur Karteninsel. So. Und zwar hier hinten hin. Zu diesem seltsamen Feld hier. Es flimmert. Ein Licht, das völlig unwirklich wirkt. Als wäre es nur am Rande der Existenz. Es erinnert mich an etwas. Etwas, das ich schon gesehen habe. Vielleicht habe ich es auch gelesen. Ja, mit der Tafel hier. Das wird nichts bewirken. Ja, wahrscheinlich muss ich erstmal mit ihr reden. Schauen Sie sich diese Inschrift mal an, Maggie. Steht da irgendetwas, das uns helfen könnte? Es war mir bisher nicht klar, aber jetzt verstehe ich. Boston, es beschreibt dieses seltsame Feld von Fastlicht. Was bedeutet das? Das sind einige Anweisungen. Jetzt ergibt das alles einen Sinn. Okay, sehr schön. Ich drehe einfach dieses... Oh. Es ist alles so einfach, wenn man das Handbuch liest. Wenn wir es nicht besser wüssten, könnten wir glauben, die Insel wäre schon immer da gewesen. Wahrscheinlich warst du schon immer da. Man hat sie noch nicht gesehen. Diese Insel ist aus einer anderen Dimension zurückgeholt worden. So, das ist aber wirklich, wie er schon sagt, wenn man mal die Anleitung hat. Dann ist es relativ einfach, das Zeug zu verstehen. Ein Glück haben wir die Tafel. Ach, guck mal, was wir da haben. Was gab es so Wichtiges, dass Sie uns exakte Instruktionen, hierher zu kommen, überliefert haben? Vielleicht die Metallplatte dort drüben. Das ist auch die letzte. Die nehmen wir mit. Das ist die vierte. Wenn das so funktioniert wie auf Attila, sollten die vier in die dreieckige Form passen. Ja, aber das ist noch keine Garantie dafür, dass wir dann überall hingebracht werden, wo wir hinwollen. Sie haben wirklich die aufbauendsten Gedanken, Miss Robbins. Wenn das Monster Sie entführt hätte und Sie dann beinahe ertrunken wären, wären Sie auch pessimistisch. Aber Sie haben es doch überlebt, nicht wahr? Und Ihre Frisur sieht wieder toll aus. Sie wissen wirklich, wie man einer Frau Komplimente macht. Wir sollten Brink wiederfinden. Für den Fall, dass die Platten ihren Job erledigen. Als ich ihn letztes Mal gesehen habe, hat er gedroht, mich umzubringen. Vielleicht wäre es sicherer, ihn hier zu lassen und später eine Expedition herzuschicken, die ihn holt. Eine bewaffnete Expedition. Es gibt keine Garantie, dass wir je wieder zurückkommen. So viel wir wissen, ist das nur eine einfache Fahrt. Sie haben recht. Wir können ihn nicht hier lassen. Er macht mir Angst, Boston. Mehr als das Monster. Sie haben bloß beide Hunger auf irgendetwas. Aber Brink ist klüger, gefährlicher. Wir sind auch nicht dumm. Gehen wir. Gut. Gibt's hier sonst noch irgendwas hier unten? Nee, kann man nicht runterschauen. Wäre mal interessant, was da unten noch wäre. Das heißt, wir setzen es jetzt nicht ein. Wir müssen Brink wiederholen. Oder setzen wir es ein und dann holen sie den automatisch. Wow. Das war ganz schön heftig. Commander Low, können Sie mich hören? Brink, wo stecken Sie? Wir haben die letzte Metallplatte und... Hören Sie, Commander, ich bin gefangen. Ich brauche Hilfe. Wo sind Sie? In der Nähe von einer dieser Lichtbrücken. Da ist diese geschwungene Brücke über einem Wasserfall und eine Höhle im Felsen. Sie müssen schon da gewesen sein. Sie schalten doch überall diese Lichtbrücken ein, oder? Bleiben Sie, wo Sie sind. Wir sind unterwegs. Bleiben Sie, wo Sie sind? Sehr witzig.
Okay, jetzt hat der gute Brink selber mal Probleme. Wenn er so wäre, wie wo wir ihn gefragt haben mit Maggie, dass er halt Maggie helfen soll, da hat er natürlich gesagt, nee, das geht mich ja nichts an. Und jetzt soll man ihn auf einmal helfen, wo er Probleme hat? Naja, ich meine, wir werden es machen, aber da sieht man die Logik, die er gerade da hat. Naja, gut. Wie dem auch sei, das machen wir aber beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut und tschüss.